Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, liebe interessierte Öffentlichkeit, Sie werden es an der Homepage gesehen haben, es sieht so aus, als sind wir von einem Hackerangriff betroffen. Ganz genau wissen wir das noch nicht. Sicherheitshalber haben wir aber erstmal alle Systeme vom Netz genommen. Wir haben eine IT-Dienstleistungsfirma, die uns jetzt dabei unterstützt, herauszufinden, was genau passiert ist und wie wir vor allem, das ist ja das Wichtigste, schnell wieder an den Start gehen. Unsere Kolleginnen und Kollegen arbeiten ganz aktiv im Hintergrund und wir versuchen natürlich insbesondere sicherzustellen, dass unsere Studierenden in ihrem Studium und ihrem Prüfungsverlauf so wenig wie möglich gestört werden. Alle Infos, immer hochaktuell, finden Sie hier auf unserer Homepage, die glücklicherweise nicht betroffen ist von dem Angriff. Insofern behalten Sie die Homepage im Auge. Alle weiteren Infos folgen hier.